Ja, hallo, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr reinschaut zur nächsten Videofolge, wie gewohnt, auf diesem Kanal. Und ja, ich habe mal wieder drei Ausgaben für euch mitgebracht von unserem Flugzeugträger Akagi von Hachette Collections Japan. Genau, drei Ausgaben liegen da. Das sind momentan die letzten, die ich aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme noch habe. Dann haben wir wieder ein bisschen einiges weggearbeitet. Und zwar die Ausgaben 76 bis 78. Die wollen wir uns heute annehmen. Und ja, unsere Akagi nimmt weiter Form an. Sie steht hier gerade auf meiner Heizung. Das ist eine tolle Ablagefläche übrigens. Hinter mir mittlerweile ja ein Modell geworden. Letztes Mal haben wir beide Rumpfhälften miteinander verbunden. Aber in der Mitte ist ja noch so ein bisschen Luft. Da haben wir zwar die Rumpfplatten zusammen, aber die Seitenteile oben fehlen ja noch. Eins haben wir schon vorbereitet. Letztes Mal, das ist dieses hier. Und das wird auch dieses Mal jetzt in der Ausgabe 76 gleich vervollständigt. Erstmal. Und dann auch in den Rumpf mit eingebaut. Gleichzeitig bekommen wir aber in Ausgabe 78 nochmal ein Seitenteil, was wir vorbereiten werden mit einer Kanone und ebenfalls einbauen wollen. Dazu kommt noch in Ausgabe 76 eigentlich ein Lautsprecher mit rein. Das heißt, der nächste wird wieder mit eingebaut. Ganz schön viele, die da mit reinkommen. Und in der 77 bekommen wir bereits den ersten unserer beiden, ich sage bewusst nicht das andere Wort, Sockel in dem Fall, weil es wirklich ein Sockel ist in diesem Fall. Den wollen wir auch schon ein bisschen vorbereiten. Ja, darum soll es gehen und ich würde sagen, wir springen so ein bisschen durch die Ausgaben hin und her, weil wir erstmal uns um die Seitenteile kümmern und den Lautsprecher, die dann einbauen wollen. Ich denke mal, das ist ein guter Plan und dann gehen wir noch eben zum Sockel rüber und das soll dann diese Dreierfolge heute sein. Also legen wir los, Ausgabe 76 bis 78 für unseren japanischen Flugzeugträger, die Akagi. Viel Spaß! Dann legen wir los. Wir switchen, wie gesagt, ein bisschen durch die Ausgaben heute. Wir nehmen uns mal erstmal die beiden hier vor, 76 und 78, weil sie thematisch zusammenpassen und beide gleich mit dem Rumpf agieren. Und zwar, ja, das letzte Seitenteil, was wir in der Ausgabe 75 schon vorbereitet haben. Das sitzt hier schon mal provisorisch alles zusammen mit der Kanone, die wir gebaut haben. Das wird weitergebaut. Dann kommt der Lautsprecher und das zweite Seitenstück auf der Steuerbordseite wird ebenfalls mit eingefügt. Laut Anleitung sollen wir dieses Rumpfteil oder dieses Seitenstück, wo auch später der Schornstein sitzen wird, noch nicht angebaut werden, aber ich habe schon die Vorschau von der Ausgabe 79 gesehen, wo es wieder einen Lautsprecher gibt und das Teil einfach eingeklinkt wird. Das kann man also schon mal im Vorfeld machen, das ist kein Problem. Das Bauteil auch weg vom Tisch. So, Ausgabe 76, damit machen wir weiter. Wie gesagt, da haben wir schon die Plattform letztes Mal provisorisch eingesetzt. Das ist jene hier. Ne, da sitzt sie schon hier in Position mit der entsprechenden Kanone. Das haben wir schon alles vorbereitet. Und ja, mit zwei Typ-E-Schrauben, von denen wir auch beim letzten Mal noch ein paar bekommen haben, wird das Ganze dann an der Unterseite, ein bisschen wackelig, aber soll so sein, wird dann hier das Ganze an der Unterseite fixiert. Und noch einen anderen. Einmal und dasselbe nochmal. Das geht auch blöder. Also die Größen von den Schrauben sind alle ein bisschen merkwürdig. Manchmal. So, dann haben wir die Plattform aber mit dran. Ja, dann soll die schon eingebaut werden. Machen wir gleich aber erstmal. Das kommt alles in einem Rutsch, bevor ich jetzt hier den Rumpf wieder auf den Tisch hole und dann wieder zurückbaue. Nee. Dann machen wir lieber noch den nächsten Lautsprecher. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt schon haben. Vier, fünf. Jetzt kommt auf jeden Fall der nächste ins Spiel. Da kommt auch hier, wie gewohnt, hier haben wir GJP1. Weißt du Bescheid? Hier einmal das Kabel durch.
ziehen, ziehen, ziehen. Und dann wird das Kabel auch hier wieder in die Führung mit reingelegt. Dann kann der Lautsprecher auch so platziert werden. Der Deckel drüber. Und dann wird auch mit 4 Schräubchen, gut, sind jetzt 5, aber egal, wird dann auch mit 4 Schrauben dann dicht gemacht. Auch der wird gleich in den Rumpf mit eingefügt. Mensch. Also ich finde die Schrauben ein bisschen blöde tatsächlich. Irgendwie kein Schraubendreher passt so richtig. Für die, manche gehen besser, manche gehen schlechter. Da muss man ständig zwischen den Schraubendrehern hin und her wechseln. Und der letzte. So, dann haben wir das Ganze soweit dicht, wie ihr hier sehen könnt. Gut, haben wir erledigt. Genau, sitzt alles soweit in Position. Ja, soll auch eingebaut werden, machen wir auch gleich. Das ist die 76 und dann springen wir zur 78 rüber. Da geht es an das zweite Rumpfteil, ja, Rumpfseitenteil, wie auch immer, dieses hier. Da sollen wir auch eine Kanone zusammensetzen. Dafür brauchen wir diese Basis. Die ist auch ein bisschen anders geformt. Und hier haben wir eine kleine Feder. Die soll hier auf diesen Pin drauf. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal gemacht irgendwie. Dann kommt die Kanone an sich. Und uiuiui, mal eben gucken. So sollen die Rohre hier einmal durch. Die halten hier so ein bisschen auf jeden Fall. Und dann kommt die Feder zum Einsatz, die das Ganze rauf und runter drücken wird. So. Und damit das alles in Position bleibt, kommt jetzt die Abdeckung rüber. Muss man selber gucken, wie rum soll die. Jetzt habe ich sie gerade hier. Die glatte Seite soll zu den Kanonen zeigen. Und die unförmige dahin. Müssen wir gucken, dass wir die so richtig irgendwie Position kriegen. Das sieht einfacher aus, als es am Ende, glaube ich, ist. Ach, wenn man das richtig sehen könnte, wäre es noch besser. Ich glaube, ich bin aber da noch gar nicht so richtig gewesen, sondern eher hier vorne soll ich, glaube ich, sein. Kann das sein? Hier haben wir zumindest 2 Pins dran. Nee. Hä? Wie soll das zusammenkommen? Achso, wir haben jetzt 2 länglichere Pins. Achso, die beiden. Die sollen hier eingesetzt werden. Ah, hier. Okay. Und das soll aber verklebt werden. Habe ich gesehen. Ich hoffe, das fliegt mir gleich nicht wieder auseinander. Das wäre doof. Wegen der Feder. Aber ich denke nicht. Eben zurechtdrücken wieder. Dann machen wir so ein bisschen Kleber hier in die Innenfläche mit rein. Das nochmal so zusammen. So. Jetzt haben wir das Prinzip verstanden. Ja, okay. Und da drauf wird jetzt noch diese Basis drauf geschraubt. Oh Gott, das kann man irgendwie schwer erkennen, wie rum das Ganze muss. Zu dem Stück soll die glatte Seite zeigen. Dann ja voraussichtlich so rum. Das Ganze. Ja, genau so. Wird auch mit einer Typ E-Schraube im Inneren verschraubt. Okay. So. Das hat schon mal nicht wirklich funktioniert, sehe ich gerade. Da ist ja noch zu viel Luft zwischen.
Guck mal, das soll ja auch zusammengreifen, nicht so schief sein, alles hier. Obwohl er schon so zusammensitzt, ist ja schon richtig. Ja, da muss man jetzt wissen, wie rum das Ganze soll. Ja gut, wir sehen, ne, das bewegt sich ja so schon. Vielleicht so ein bisschen seitlich setzen. So. Jetzt bewegt sich das und man sieht auch, dass sich die bei Bewegung des Geschützes die Rohre mit bewegen. Okay, dann haben wir das. Und dann kommt noch dieses Stück unten drunter oder dran, wie auch immer. Hier. So. Ja, da wird es aber schon schwierig. Okay, das muss hier innen reingreifen. So, damit sich das in diesem Bereich bewegt. Okay. Wird dann wieder drehen. Auch verschraubt. Also die Wühle. Nochmal probieren. So. So. Das haben wir. Dann kommt dieses halbe Zahnrad mit drauf. Jetzt muss ich gucken, jetzt habe ich es extra schon mal ein paar Mal falsch gemacht. So soll das rein. Auf die untere Seite soll das nach oben zeigen. Ist das richtig? Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, aber es soll wohl so sein, dass es so rangesetzt werden soll. Ja, okay. Das wird auch verklebt. Dann machen wir das hier mit drauf. Dieses halbe Zahnrad. So. Haben wir auch. Ja, und dann soll die Konstruktion jetzt auch wohl eingebaut werden. Haben wir hier noch so eine Platte übrig? Wo kommt die hin? Ich war bis jetzt noch nicht im Einsatz anscheinend. Nee, achso, das ist eine Verbindungsplatte. Alles klar. Wissen wir auch Bescheid. Dann kommt das Ganze jetzt in das Rumpfstück mit rein. Und zwar, ja, hier so durch. Das Ganze. Beziehungsweise hier haben wir einen Pin unten dran, der greift hier unten in dieses Loch rein. Wieder alles sehr. Sehr eng hier unten. Aber anders könnte man das auch gar nicht zusammensetzen. Och, Freunde. Nee, das sitzt noch gar nicht richtig so. Okay, das sitzt jetzt hier zwar in Position, aber der Pin hat sich gerade schon verabschiedet, irgendwo hin. Der ist schon weggebrochen da unten. So. Es sitzt in Position, aber ja, hundertprozentig war es jetzt nicht. Egal, wir können es jetzt hier unten nochmal festschrauben mit einer Typ-D-Schraube. Die hat einen flachen Kopf. Machen wir auch mit dran. Hier. Setzen wir das noch so ein bisschen fest. Okay. Haben wir. Und dann diese Kiste, die kann hier auch noch mal ran. Gucken. Die hat zwei unterschiedlich große Stifte. Einen kleinen und großen. Der große kommt nach unten. Dann müssen wir gleich wieder, wie rum das eingesetzt werden muss. So. Und dann haben wir das auch mit dran. Gut, jetzt haben wir die beiden Rumpfteile soweit vorbereitet. Genau, den Lautsprecher genauso. Dann holen wir mal eben den Rumpf her und wollen alle Rumpfteile einbauen.
So ihr Lieben, dann wollen wir mal probieren, inwieweit wir die beiden Stücke zusammenkriegen. Wir haben ja hier den zentralen Bereich vom Rumpf, der noch frei ist. Die Rumpfplatten haben wir zwar schon dran, aber jetzt kommen die Seitenteile mit dran. Einmal dieses vom letzten Mal und so vom Anfang, das kommt hier auf die Backbordseite mit rein. Wir haben hier eine Verbindung, hier ja noch zwei Pins von dem großen hier und hier muss auch verbunden werden. Und hier wird verschraubt in dem Fall. Das muss aber alles zusammengreifen. Wir müssen mal gucken, wir müssten das eigentlich hier so einhaken, weil sonst passt das gar nicht so richtig. Wir probieren einfach mal das Ganze großzügig einzusetzen. In der Hoffnung, es passt, aber es ist wirklich eine sehr passgenaue Geschichte hier. Gerade wenn jetzt die letzten Rumpfteile zusammenkommen, wird das interessant. Wir wollen ja auch nichts hier wegreißen. Weiß ich auch schon, wie man sieht, was löst. Also muss ja irgendwie erstmal zusammenkommen. Also hier wird auch noch verschraubt, wie ich sehe. Also einfach ist es nicht, die Teile zusammenzusetzen. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Es muss ja hier in der Mitte rein. Und hier auch, weil das hier Laschen hat, die übereinander gebracht werden müssen. Da muss man tatsächlich ein bisschen mehr schieben und drücken. Als ein lieb ist. Wo scheint es hier noch zu klemmen? Ich weiß zwar noch nicht wo. Irgendwo wird es hier noch haken. Man muss doch völlig aufpassen, hier fällt schon das erste Stück wieder raus. Ah ja, okay. Jetzt scheint es zusammen zu rutschen, okay. Das ist gut. Obwohl das Stück, glaube ich, noch richtig sitzt. So, das hat sich, glaube ich, gut angehört. Jetzt sitzt das alles in Position und zack. Okay, das hört sich brutal an, aber es sitzt jetzt alles, so wie das aussieht, in der Position, wo es hin soll. Das Stück war hier oben drauf, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, ob das festgeklebt werden sollte oder nicht. Ich habe es zumindest nicht festgeklebt. So, haben wir das dran. Es soll aber bestimmt noch ein paar Mal verschraubt werden. Genau, an den Seiten auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob wir das mit dem Kleinen hinkriegen. Und über Kopf. Also eine kommt auf jeden Fall hier rein. Und irgendwo war hier noch ein... Gott, ganz versteckt. Super Sache. Das sehe ich über Kopf natürlich nahezu gar nicht. Nee, das wird nichts. Aber ich glaube, an der Seite soll auch noch was angesetzt werden. Kann das sein? Nee, noch nicht. Okay. Dann, ja, hilft es ja nichts. Dann muss ich das Ganze eben einmal drehen. Sanft natürlich auf die Steuerbordseite, um zu gucken, wie es da aussieht. So, da sind wir jetzt auf der anderen Seite angelangt. Dann nehmen wir uns dann die nächste Schraube. Die kommt nämlich hier drunter. Da musst du erstmal zielen können. So, dann sitzt die auch dran. Dann haben wir den Lautsprecher. Der soll hier an den hier mit angesetzt werden. Da ist ja noch eine freie Fläche. Dann wird der auch mit angesetzt. Das ist aber auch ein mega Kabelgerödel hier, was das mittlerweile geworden ist. Das ist auch Wahnsinn. Hätte ich auch nicht gedacht, aber okay. Dann gucken wir mal, dass wir den hier einlegen können. So. Da drin sitzen tut er. Dann müssen wir ihn nur irgendwie schieben können. So, dann sitzt doch der mit drin.
okay. Wir haben mittlerweile schon 1, 2, 3, 4, 5 Lautsprecher drin, nur mal so nebenbei. Und zwei Plätze haben wir noch. Wahnsinn. So, das war die 76 endgültig. Und dann kommt jetzt die 78 ins Spiel, wo das Rumpfteil ebenfalls mit eingebaut werden soll. Mal eben selber gucken. Ja, okay. Das heißt, wir sind jetzt hier auf dieser Seite, jetzt auf der Steuerbordseite, soll auch hier eingehebelt werden. Mal gucken, wie das läuft. Hier, jetzt haben wir hier die Pins. Einen hier unten, einen da oben. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen besser funktioniert. Wobei man unten nicht wirklich sieht, dass, wo das reinkommt. Aber wir können den hier auch so ein bisschen einhebeln, damit wir schon das in der richtigen Position haben, nämlich hier. Und dann gucken wir mal, dass wir das Ganze so zusammenschieben können. So, nämlich. Okay, hier haben wir noch einen Übergang. So, das hat sich gut angehört. Rutscht auch alles schön ineinander. Hier passt das auch. Das ging schneller. Okay, wunderbar. Und wird dann mit Sicherheit auch verschraubt. Einmal hier an der Lasche. Hier. Auf jeden Fall. Das war kein Thema. Und das andere soll... Nee, einmal verschraubt werden. Ernsthaft? Nur einmal verschraubt? Ja, okay. Soll nur einmal verschraubt werden. Alles klar. Aber es kommt noch ein Verbinder hinzu. Das ist der hier. Hier sind nämlich jetzt unten... Irgendwo... Wo sind die denn? Sollen hier zwei Pins sein? Ah, hier sind welche. Da soll man die Platte drüber legen. Einfach nur so. Erstmal zielen wieder. Nicht einfach. So. Das hält so ein bisschen noch zusammen. Ob das nicht gleich automatisch wieder rausfällt, ich weiß nicht. Wir können ja ein bisschen Kleber nutzen. Um die so ein bisschen besser miteinander zu verbinden. Dann geht das auch. Okay, dann sitzt das auch mit dran. Wie gesagt, wir sollen laut Anleitung das weitere Rumpfstück, das hier, was hier mit rankommt, noch nicht verbauen, aber wir können es schon machen. Das lässt sich ja einfach erst, das würde sich auch einfach wieder abnehmen lassen. Im Zweifel, wobei, das wird auch interessant. Okay, das wird auch spannend. In die richtige Position einzufügen, weil da ist wieder alles im Weg hier, was im Weg sein könnte, um das Teil anzusetzen, zumal es auch ein bisschen zu hoch ist, das Ganze. Oder soll es andersrum? Das kann natürlich auch sein. Nee, das wird mit denen nicht passen. Also es muss schon irgendwie so rein, aber das wird eng. Das sehe ich jetzt schon. Das wird extremst eng. Man will ja auch kein Plastik unnötig biegen. Aber es muss ja irgendwie hier in die Verbinder kommen, was es noch nicht tut. Okay, hier hat es gesessen. Boah, das ist aber auch wieder, wie ihr schon hören könnt, eine Millimeterarbeit. So. Aber da soll es hin. Klack.
Das ist echt Millimeterarbeit, das kann ich schon mal sagen, aber das soll hier mit rein und zack, fliegt mir auch schon wieder eine Reling ab, warum auch nicht. Aber die kleben wir wieder ran, kein Thema. Und somit sitzt auch das Stück mit dran, soll mit der nächsten Ausgabe erst verbaut werden, aber was heute einbauen und beim nächsten Mal, ist ja wurscht. Gut, haben wir dran. Und dann gehen wir noch eben jetzt zum letzten Abschnitt für heute, zum Sockel, der nämlich jetzt noch ein paar erste Details bekommt. So ihr Lieben, das ist der erste Sockel für unsere Akagi. Ist ein Plastiksockel, wie man hier unschwer erkennen kann. Da wird mit Sicherheit hier irgendwas vom Batteriefach vielleicht reinkommen, weiß ich nicht, sieht so mit einer Stromversorgung mit reinkommen auf jeden Fall. Hier gibt es dann die Ablagefläche, das ist der vordere Sockel übrigens davon. Und da sollen wir was einbauen und zwar diesen, das ist ein Schalter auf jeden Fall. Was der für einen Sinn hat, weiß ich noch nicht, werden wir aber dann demnächst sehen, denke ich mal. Der bekommt zunächst eine von diesen Halterungen spendiert. Die werden hier, da wird das Ganze hier eingesetzt und dann mit zwei Typ N-Schrauben. Was sind denn Typ N-Schrauben? Das sind die ganz kleinen, okay, die ganz kleinen zarten hier verschraubt. Ich packe auch nur zwei aus, die werden nämlich noch gebraucht. Wir bekommen nämlich für beide Sockel schon die Teile. Wir haben schon einen zweiten von den Schaltern. Da kann ich gleich einen ganz kleinen nehmen hier. Wahrscheinlich das einfach jetzt in doppelter Ausführung. Dann ist es so. So, einmal. Und hier der zweite Verbindung, so, haben wir dran. Und dann soll das Ganze eingebaut werden in den Sockel. Hier haben wir zwei Verbindungen. Kommt das hier ran und wird mit zwei Typ-E-Schrauben, die haben wir noch gerade ausgepackt, passenderweise, mit eingebaut werden. Wo ist er? Da. Dann machen wir das. Wie gesagt, der Sinn erschließt sich uns, glaube ich, dann erst später, was das für einen Sinn hat, das Ganze, aber okay. Wir machen es erstmal. So, damit sitzt der in Position, der Schalter. Und dann haben wir noch von diesen beiden, insgesamt vier Stück, aber zwei Stangen sollen wir benutzen. Die sollen jetzt hier mit eingesetzt werden, unten. Hier haben wir noch so zwei Schienen. Wo die eigentlich mit reinkommen sollten, wenn nicht hier irgendein Plastikrest wäre, der diese Schienen dicht gemacht hat. Das ist natürlich auch sehr cool. Wie soll das dann halten? Das ist gar nicht gedacht. So, muss man die rausknipsen hier oder was ist das? Kann man die rausziehen, die Teile? Nee, was ist da auf jeden Fall drin, was da nicht hingehört? So, noch mal gucken. Ja, perfekt ist nicht, irgendwas sitzt da drin. Es ist nur eine komische Schiene. Aber wenn da was kaputt geht, macht das nichts. So, jetzt sieht das schon besser aus. Und dann sollen die nämlich eingeklebt werden. Das jetzt nur Stabilisierungsdinger sind, das kann natürlich sein, aber 100% wissen kann, tue ich es nicht. So werden die eingesetzt. Einmal diese Stange. Ich werde die noch mal ein bisschen hier an den mittleren Stücken auch miteinander verbinden, das Ganze. Damit die nicht noch mal rausfliegen. So. Ich glaube, diese Seite passt besser. Da habe ich ein bisschen mehr weggeknipst. So.
Dann machen wir das auch hier fest. So kommen die dann auch mit hinein. Und das ist dann alles für die Ausgabe 77. Und damit sind wir durch für heute. Doch einiges geschafft. Rumpfteile mit eingesetzt, beziehungsweise Seitenteile mit eingebaut. Und der erste Sockel ist zumindest in Arbeit. Ja, ihr Lieben, das waren sie, die Ausgaben 76 bis nur 78. So ein bisschen hin und her gesprungen bin ich heute, aber so hat es halt am meisten am Ende noch Sinn gemacht. Ja, wie ihr sehen könnt, es ist alles gut weiterentwickelt. Das können wir auf jeden Fall sagen. Wenn ich das Ganze mal hochhalte, dann seht ihr es auch. Ja, im inneren Bereich sitzen jetzt beide Wände auf beiden Seiten mit dran, oder alle Wände sitzen jetzt mit in der Position. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Hier seht ihr auch gerade schon, wo ich meinen Kopf habe, die Öffnung für den Schornstein quasi. Das wird dann ja auch demnächst noch kommen, der Rauchgenerator, der Schornstein, uiuiui, das kommt auch noch. Aber so haben wir erstmal alles auf der gleichen Höhe, und jetzt wird es natürlich Zeit, da noch ganz viele Details an diesem Bereich mit anzubringen. Aber so ist unsere Akagi jetzt auch in dem Seitenbereich dann nun dicht. Wunderbar. Ja, wie geht es beim nächsten Mal weiter? Ich habe zumindest nur eine Vorschau auf die Ausgabe 79. Momentan, weil aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht mehr draußen ist. Aber wir kümmern uns um einen weiteren Lautsprecher. Genau. Also mehr wird nicht in der 79 passieren, aber ich denke mal nicht, dass das die einzige Ausgabe im nächsten Video sein wird. Da werden dann noch weitere Ausgaben folgen, und dann werden wir sehen, was passiert. Ja, ihr dürft gespannt sein. Ich auf jeden Fall auch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wir sind nämlich jetzt am Ende angekommen. Kanalabo dürft ihr auch gerne hinterlassen, würde mich auch sehr freuen, und dann bekommt ihr direkt Nachricht, wie gewohnt, wenn neue Videos hier auf diesem Kanal online gehen. Gut, danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euch allen noch ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, viel Spaß beim Weiterbauen eurer Projekte natürlich, und bis zum nächsten Mal.